Go. Wer ist eigentlich dran? Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd in der Soling-Variante im Klimainstitut mit Team Aqua, das wir jetzt verprügeln werden. Hallöchen, ja, ich hab's glaube ich gerade verpeilt, wer dran ist mit Anmachen, aber egal. Ja, ich bin etwas übernächtigt heute, daher könnt ihr nicht wundern, wenn ich irgendwie mal komisch bin. Ja, Adam geht's heute nicht so gut. Wurde gestern Abend unfreiwillig nur aufgehalten. So kann man das ausdrücken. Oh cool, ich hab das richtige Pokémon vorne mit Ares. Nee, aber ansonsten. Man könnte auch gar nicht so lange aufnehmen. Muss ja gleich noch auf den Handwerker warten. Ja. Yay. Geplant sind dann auch heute eine Aufnahmesession, damit wir genug Polster für die nächste Zeit haben. Richtig, weil ich noch in den, ja, morgen werde ich vielleicht auch noch ein bisschen Zeit haben zum Aufnehmen und... aber ich muss morgen auch noch was anderes aufnehmen, ist mir aufgefallen. Na, das Feine ist, ich kriege ja meine 3 Urlaubstage jetzt wieder. Ach, weil du krankgeschrieben bist? Mhm. Ist ja kein Urlaub mehr, wenn man krankgeschrieben ist. Ja, ich weiß. Ich könnte jetzt fast sagen, du hast Schwein, ne? Ja, geht so. Ja, ich finde es jetzt, ich finde das auch mal so unangenehm. Wenn man Urlaub hat und sich krank schreiben muss, ist immer kacke. Die Frühlingsrollen wollten auch gestern nicht mehr drin bleiben, also von daher. Oh, du tust mir, ganz ehrlich, du tust mir echt leid. Weißt du, das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt hier rumsitze, so. Nee, also es ist halt doof, ne? Ich habe schon Hunger, dann esse ich was und irgendwie 2-3 Stunden später wie so auf. Weißt du, was das ist? Das ist der Baumstamm gewesen. Nee, der ist zu gut, das kann da nicht gewesen sein. Doch, Magen bereits zu viel Fett, Schokolade und Süße. Also Leute, für alle, die... Doppelkampf, toll. Alle, die das lieben, die sowas geil finden. Edelnougat-Baumstamm. Gott-like. Ja, er versucht mir den auch schon die ganze Zeit einzureden. Ja, das ist so geil, das Zeug. Hör auf, jemanden selbst zu schlagen! Wo bist du gerade? Ich bin bei dem Doppelkampf oben. Ich bin nochmal unten, weil Ares meint, sich hier ganz selbst verprügeln zu müssen. Okay. Da. Oh, jetzt die Tür über Schokolade, ey, wo du es gerade erwähnst. Geh mal weg! Ich habe gerade eine leckere belgische Waffel gegessen. Ich habe da gestern welche mitgebracht. Schön mit Schoko überzogen. Richtig geil, das Zeug. Ah, da ist der Doppelkampf. Erstmal Ares einen Trank reinwerfen. So. Und ich habe mir heute mal das Cinematic von Anduin reingezogen. Den neuen Cinematic Trailer? Nee, wo er die Klinge bekommt. Achso, die ist geil, ne? Oh, da kriegt man ja Pipi in die Augen fast schon. Ja, vor allem merkst du, dass er kapiert, was er zu tun hat. Außerdem macht, das mit Graumähne noch umso, weiß nicht, heftiger, also jetzt so härter, weil Graumähne ist richtig, eigentlich freundlich, er kümmert sich um Anduin, richtig? Begleitet aber ihn. Aber es dient halt als Berater, ne? Aber wir wissen halt auch noch nicht, wie die Entwicklungen demnächst sind, ne? Und dann benutzt er ihn, um seinen Reiter zu bekommen. Ja, ist halt die Frage, ne? Ich sehe schon Graumähne, der dann sagt so, ja, ich besetze den Thron von Oloron. Na, das glaube ich nicht, da gibt es leider noch einen Erben vorher. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Da gibt's noch einen offiziellen Erben und der darf. Da hat Graumähne keine Chance. Bevor sie dann Graumähne irgendwie als Boss oder als Bösen dann darstellen, sollten sie aber vorher noch einen anderen Worgen richtig aufbauen. Ja, nicht so gibt ja sonst keine. Nicht so wie bei anderen Hordlerführern. Wir haben ja nur noch Sylvanas, wenn man ganz ehrlich ist. Wobei Bane war ja schon immer dabei. Der ist halt jetzt der Sohn von Kern. Der wäre jetzt noch irgendwo nachvollziehbar, wenn man ganz ehrlich ist. Der kam auch so plötzlich, so plops. Ja, aber wobei, wenn man das Buch gelesen hat, Weltenbeben, das erschließt sich schon alles vernünftig. Aber was mich halt stört, ist die Tatsache, dass Bane ist da, er war auch vorher schon immer da und es war logisch, dass er die Nachfolge antritt. Das ist jetzt wie mit Varian und Anduin im Prinzip. Nur ich finde, die Allianz hat noch deutlich mehr heroische Führer, die wirklich aktiv da sind, aber auch keine Nachfolger. Und die anderen hier, die auf Hornseite haben die ja echt alles ausgelutscht, oder? Der Einzige, der zurückkommen könnte, wäre Thrall, wenn er nicht dem Ideen Ring liegen würde. Naja, und Bane haben sie aber nochmal versucht, so einen Schubs zu geben durch diese Instanzen, ne, neuen Brunnen der Zeit und so, dieser Brunnen der Ewigkeit Portale, wo er ja auch auftaucht in dieser zerstörten Welt als rachefühlende Seele. Aber es ist halt trotzdem, ganz ehrlich, es ist schon schwierig, also auf der Hornseite haben die echt keinen mehr. Du hast noch gut, der Goblin-Anführer, der ist ja in keinster Weise irgendwann mal in den Vordergrund getreten, genauso wie der
wie der Regent von Silbermond da, wie heißt er, Lord Temar, die sind ja in keinster Weise irgendwie mal in den Vordergrund getreten. Also mit denen kannst du ja gar nichts anfangen. Ah, ich bin mal gespannt. Das ist die einzige, die momentan auf dem Thron des Kriegshäuptlings sitzen kann, die auch eine Relevanz hat. Und deswegen bin ich gespannt, was die aus ihr machen. Also ich hoffe nicht, dass sie die jetzt im nächsten Add-on verbraten und danach gibt es wieder einen neuen Anführer. Ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Ich finde das echt schade für die Horde. Na, müssen wir mal gucken, was jetzt. Auf jeden Fall sind es ist Blizzard, was das angeht, eher auf definitiv im Zugzwang. Aber du musst auch dazu. Blizzard ist im Zugzwang. Ja, die müssen ganz schön viele Charaktere aufbauen auf Seiten der Horde. Aber vielleicht, und Allianz eigentlich auch. Vielleicht pushen sie ja jetzt auch die neuen Dinger hoch. Wobei auf Seiten der Allianz gibt es im Bereich der Nachtelfen nach Tyrann und Malfurion ja noch Chandris, ne? Hm. Die Ziehtochter von Tyrann und General in der Schildwachen. Müssen wir mal gucken. Die wäre zum Beispiel aus meiner Sicht noch für die Position der Anführer geeignet, falls da die beiden draufgehen sollten. Also die könnten sie nach vorne ziehen, sagen wir es so. Mhm. Bei den Drenai wird es interessant, falls Velen mal irgendwann sterben sollte. Da kommt ja Irel dann. Aus WoD, ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder hier, wie hieß er, Maladar? Oh, Irel, der ist gestorben. Irel kriege ich mal Albträume. Wieso? Naja, ich habe mal so ein Video für Leute ab 18 gesehen, was um Irel drehte. Ich wäre so weit, um gegen die zu kämpfen. Und zwar war sie im Kolosseum von, ach, wie ist denn dieser Messer, nee, Messerfaust, also dieser Gladiator aus dem. Mit harten Hand. Ja. Und da musste sie sich den allen Orks hingeben. Ja, ich habe Albträume davon. So, ich bin da. Du darfst. Du willst dich allen Ernstes in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach nur dumm. Oder beides. Ihr seid so niedlich. Einfach widerlich. Ich mache euch fertig, ihr Babys. Das ist auch Jördis war Cordula. Auch von Marken. Ja, Cordula war es, genau. Jördis. Jördis war ja auf Magmas Seite. Muss ganz ehrlich sagen, ich fand Jördis total heiß. In Oras? Ja! Ja, die hatte was. Die hatte irgendwie auch so einen durchgeknallten Charakter, aber auch irgendwie so. Hm. Auch wenn die Pose immer sehr so komisch war. Ich fand aber auch Kalle ziemlich sympathisch. Ich fand auch das Gesamtteam Magma deutlich sympathischer als als Team. Gegnerteam als Team Aqua. Das war aber schon immer irgendwie. Und da war ich so massiv deprimiert, weil ich Alpha. Bitte, was? Was? Kannst deinen Reptilien vergessen. Warum? Hades ist gerade aufgrund eines Knirscherkrits gestorben, obwohl er volle KP hatte. Ja, Reptilien ist gerade drin, von daher kann ich ihn ja drin lassen. Ich wollte dich nur darüber informieren, ich habe gerade einen kleinen Schock bekommen. Super. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet, es hatte volle KP. Ein Sphere-Club hatte volle KP, wohlgemerkt. Was soll der Scheiß? Oh, Ares hat sich auch gerade selbst getötet. Alter! So, Pegasus. Dieser beschissene Crit. Fängt jetzt schon mal gut an, Leute. Ernsthaft, was soll der Scheiß? Los. Nein, falsche Attacke. Teil, recht. Ja, egal. Könntest du mal bitte damit aufhören? Mit was? Angeberei. Und immer hauen sie sich natürlich gegen selbst, weißt du? Ja, mein Teil wurde auch gerade. Der hat bei dir verwirrt. Knirscher gemacht? Bei mir macht er die ganze Zeit, du bist. Das Kanivania? Nee, Magnaien. Magnaien habe ich nicht. Das Kanivania hat Knirscher gemacht. Ach so. Das habe ich mir unbedingt weggehauen. Ja, ich hatte halt Zwirklub draußen, weil ich mit dem halt trainieren wollte, weil die anderen schon alle 30 sind. Blöd gelaufen. Bist du soweit? Mhm. Es ist schon schlimm genug, sich ständig in Team Magma auseinandersetzen zu müssen. Und jetzt kommst du auch noch daher. Ihr kommt daher, zwei blöde Gören. Warum müsst ihr eure Spitznase in Dinge stecken, die euch nichts angehen? Puff. Wir haben eine Krisensituation. Eine Gruppe von Team Magma ist gerade am Klimainstitut vorbeigelaufen. Sie ist wohl auf dem Weg zum Pyroberg. Was? Dann lass uns von dir verschwinden. Und zwar schnell, wir müssen so schnell wie möglich zum Pyroberg.
Team Magma macht dich auf was gefasst. Danke, vielen Dank. Nun sind wir in Sicherheit. Das ist vielleicht eine seltsame Art, dass wir... Aber dieses Pokémon ist für euch. Ja, Formeo. Möchtest du Formeo einen Spitznamen geben? Klar. Oh, nö. Es ist kein Formeo. Ich weiß. Ich habe einen Stern, du. Ich habe vergessen, ihm einen Spitznamen zu geben. Ich habe ein Papinella, ein männliches Papinella. Da kannst du mir einen Namen geben. Männliches? Ja. Na. Bane. Ach Gott. Ja, muss ich zum Namensbewerter dann was. Wie willst du denn das? Ich muss das eben notieren. Wie willst du einen Stern nennen? Dann muss ich das bei Offscreen mal zum zum Namenbewerter. Starship. So, dann wird ja wohl jetzt mal Zeit, Tschüss zu Dings zu sagen, wa? Zu Ares. Ja, hier ist ja gerade ein PC, ne? So. So. Ich muss eben das Item nehmen. So, Ares. Mir ist das Glück hier mit den Startern anscheinend nicht geheult. Erst damals Glurak, jetzt du. Ah, wäre schön gewesen, Gewaltroh zu haben, aber was soll's. Mach's gut. So, ja. Hades. Ich habe mir eigentlich gefreut, den Zirkel im Team zu haben. Hab ich noch nie trainiert und dann, ja, Knirscher-Crit, das war irgendwie nicht berechenbar in dem Levelbereich. Tut mir leid. So, bis Leute, dann. So Leute, damit ihr Bescheid wisst, die nächste Folge wird der Rahmen bei mir noch nicht geändert sein. Weil ich das erst mache, wenn wir danach eine Pause machen. Demnach bitte nicht wundern, wenn da der alte Rahmen noch steht. Ja, bei mir blende ich das nur eben aus und dann passt das. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen, muss ich ehrlich sagen. Wie das funktioniert? Dieses aktive Ein- und Ausblenden, genau. Doch, das kann ich dir gerne nachher erklären, das ist so also, einfach. Dann wollen wir uns mal mit dem nächsten prügeln, der hier gleich kommt. Erstmal das Item hier, Wildbewehre. Gut, wen habe ich denn vorne? Ich habe Tesla jetzt erstmal nach vorne gepackt. Pegasus vorne zu haben ist nicht gerade besonders gut bei dem Wetter. So, los geht's. Erstmal ein Item holen. Dum, 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 dum. Hey! Hier schaust du dich also nach einem Pokémon um. Ihr beiden, wo wart ihr? Ich habe euch schon gesucht. Zeigt mir, wie gut ihr geworden seid. Ich werde euch jetzt testen. Wie stark seid ihr geworden? Lasst mich das für euch herausfinden. Nun, das ist ein Kampf, also kämpfen wir. Bereit? Du und deine ihr und eure Pokémon? Natürlich seid ihr das. Los! Dum, 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 ja, total, nach der zersplitterten Niederlage gerade. Alter, die haben Pelipper? Oh, Lombrero. Das war ein voll entwickelte Pokémon. Lombrero. Okay. Oh, das Geilste, es regnet und ich hab. Mein Hytera vorne mit Donner. Ha! Joa, ich habe keinen Lombrero am Hals. Und da kann ich... Ich habe nichts effektiv gegen einen Lombrero. Das ist irgendwie unpraktisch. Wenn sie irgendwann Kapaloris hat, kriege ich ein Problem. Naja, der letzte Kampf wird ja ein Dings sein. Zieh gerade Old City. Und dann wird sie kein Kapaloris haben. Tschüss, Pelipper. Ich glaube, es war nur der Starter, der nicht endentwickelt war. Wobei das bei mir auch nicht zutrifft, weil sie ein Papinella hat. Weimler war auch nie entwickelt. Und hier kommt Lombrero. Hallo Lombrero. Wieso hat die denn zwei Wasser-Pokémon? Weil du bedenken musst, dass der Starter ja eigentlich dann gegebenenfalls ein Feuer-Pokémon war. Nee. Pelipper ist ja nicht ihr Starter gewesen. Auch Lombrero ist nicht ihr Starter gewesen. Und sie hat gerade Pelipper und Lombrero gehabt. Ein Pflanzen-Pokémon und ein Wasser-Pokémon hat sie Flamni als Starter gehabt. Würde ich jetzt mal so kurz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder eher bei dir. Ich weiß auch nicht mehr, was für ihr Starter war. Weißt du, du musst ja davon ausgehen, dass da ja immer noch der Feuer-, Wasser- oder Pflanzenstarter hintersteckt. Okay, Morlord. Ja, das wird spaßig. Naturkraft, Sternschauer.
Und es regnet weiter und das ist schön, denn jetzt kann der Donner kommen! Bam! Tschüss, Lombrero. Und es kommt... Ja, das ist ihr Starter, Ninjask. Bedeutet, sie hat tatsächlich zwei Wasser-Pokémon nur. Ja, Ninjas, aber... Nein, Ninjas war damit gemeint. Du musst ja bedenken, welches Pokémon eigentlich dahinter steckt. Aus Flamniga, Gabor oder Hydropies. Danach ja, richtet sich das ja. Dennoch hat sie normalerweise noch nur entweder Lombrero oder Weimler dabei. Nein. Nein. Nicht im Smaragdsmarkt sind die anders ge... Also ich erinnere mich nicht daran, dass sie... Balmer ist Rubin und Saphir. Ich erinnere mich nicht daran, dass sie... Aber da musst du... Da muss man einfach mal gucken, weil... jetzt habe ich den Text. Müsstest jetzt auch nachgucken. Ich meine, da unterscheidet sich das, weil mehr hat sie nur in... Frag mich nicht. So, tschüss. So. Pokémon. Ich muss auswechseln. Ich habe keine Lust, Tesla zu heilen. Was ist das? Ja, ich habe jetzt bis Scott vorgespult. Habe den Text weggeklickt. Was? Ich bin jetzt auch schon über fertig mit dem Kampf. Hab den Text von Brix jetzt übersprungen, bin zu Scott schon. Zu Troy. Nee, Scott. Mach weiter so. Ich bin gerade einem Trainer begegnet, der vom Fahrrad fuhr. Du hast den Trainer besiegt, stimmt's? Das war ihm anzumerken. Das Kind war richtig wütend und sein Gesicht war rot vor Zorn. Wir laufen uns wirklich oft über den Weg, meinst du nicht? Geht ihr jetzt in die Arena in Bomose City? Ich warte, dass du dich doch besonders anstrengst. Mach's gut, Schatzi. Hilfe. Warum tust du das? Was denn? Aber ich hätte mir absolut keine Sorgen zu machen brauchen. Weiter so. Und hier, das ist ein Geschenk für euch. Yay, endlich fliegen! Ich habe nicht mal ein Pokémon, das fliegen lernen könnte. Naja, ist auch randomized. Ja, den Rest, Baumhaus City, bla bla, ja, weiß ich, danke, tschüss. So, fliegen, okay. Ja. Dann überspringe ich Scott mal. Ich kann ein fliegendes Mogelbaum haben. Das ist wie mit der Amrizeros, ne? Komm, jetzt so. Moment. Pokénuff. Ne, ist noch Route 919, okay. Erst nach Baumhausen City, da wo was Neues ist. Das ist auch gut. Ich könnte ein fliegendes Logok oder ein fliegendes Nokshan haben. Nehme ich mal ein fliegendes Logok. So. Jetzt wird es so langsam knapp mit Level bei mir. Bei mir sind alle 30. Nee, bei mir habe ich schon zwei Pokémon auf Level 31. Jetzt, nachdem dass ich mehr Trainer mitgenommen habe. Und jetzt, nachdem ich jetzt sogar noch ein Pokémon weniger habe, wird es noch kritischer. Ja, vor allem, ich muss jetzt hier erstmal gegen einen komischen Vogelfänger kämpfen. Vogelfänger? Ich bin hier gerade in die Dings reingelatscht, leider. In den Doppelkampf. Und was? Da musst du aufpassen, ne? Ich nehme nur den Vogelfänger jetzt mit, wenn du in den Doppelkampf reinrennst. Aber der Folge ist eh jetzt gleich zu Ende. Eiseskälte! Attacke von Pegasus geht daneben. Das ist unpraktisch. Das ist gar kein Vogelfänger. Ja, was denn? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Sprite von einem Vogelfänger ist. Ich habe nicht dran gedacht, dass hier oben irgendwelche komischen Typen rumlaufen. So Elektriker oder so. Oh, mach doch nicht Doppelteam. Ninjask. Ich hab so einen Sternschauer. Sternschauer, go! Eiseskälte, hat getroffen. Oh, das erste Pokémon auf Level 31. So, das war's. Eiseskälte hat mal wieder getroffen. Aber auch ein Pokémon, das ich im Arena-Kampf nicht einsetzen kann. Yay. Ja, das ist ja egal, ob das Level übersteigt. Den brauche ich im Arena-Kampf, dich auch. Dich wahrscheinlich auch. Dich auch irgendwie alle. Okay. Kann ich im Arena-Kampf eh nicht einsetzen, weil... Kampf-Pokémon. Ich habe zwei Pokémon, die ich auf jeden Fall nicht einsetzen kann. Ich bin da. Ich bin gerade am Heilen.
So, in der nächsten Folge kommen wir zum Troy und machen wahrscheinlich schon mal die Arena-Trainer. Ein neues Pokémon ist in der Folge. Hm? Ein neues Pokémon ist in der Folge. Noch nicht, ich würde erst den Rest erledigen und das dann nach der nachher nach der anderen Folge. Route 120 kommen wir gleich ins grüne Gras. Achso, fangen, ja, das meinst du, ja klar. Ich meine, dachte jetzt ins Team aufnehmen. Aber ich hol mir ein paar Hyperbälle jetzt hier. Nächste Folge, ne? Genau, Leute. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.